könnte ich tot über den Zaun hängen, da würden die mir gerne. Schon getrunken. Darf ich Ihnen auch einmal unser Grundsatzprogramm mitgeben? Ja, super, danke. Sehr gerne. Ja, ich sagte, das ist ja das Problem, habe ich Ihnen gerade auch schon gesagt, dass in der Partei eben halt keine Einigkeit herrscht. Ne? Und wenn ich im Fernsehen sehe, wenn die diese anfangen zu reden, dann sehe ich schon wieder, was ich hinter mir hatte. Ich bin parteilos. Ich enthalte mich zu allem. Also in den letzten Jahrzehnten, dann ist halt keine konservative Partei mehr da, außer die AfD oder wirklich Kleinparteien vielleicht. Die erste Rede von der AfD, die ich mir angehört hatte, war vom Professor Dr. Jörg Meuthen. Mir ist auf einmal ein Stein von der Seele gefallen. Boah, so nach dem Motto, da ist endlich mal einer, der genau das anspricht und die Eier in der Hose hat, das zu sagen, was jeder eigentlich denkt. Ja, dann bin ich 86 in die SPD eingetreten, aus Überzeugung, und 99 wieder ausgetreten, nach 13 Jahren, nachdem Gerhard Schröder Deutschland schon fast vor die Wand gefahren hat und ich das dann erkannt habe. Eine Zeit habe ich zweimal die Linken gewählt, aus lauter Verzweiflung. CDU oder SPD kam nicht in Frage, Grüne sowieso nicht und FDP auch sowieso nicht. Ja, und vor 4 Jahren erste Mal AfD. Und da fühle ich mich gut aufgehoben. Angefangen hatte alles mit Norbert, den ich zwischendurch immer wieder treffe. Mitten im Wahlkampf der AfD zur Europawahl hat er mich in das Grusellabyrinth in Bottrop gelotst. Bei der auf Schauerlook aufgedonnerten Industriehalle handelt es sich um die ehemalige Waschkaue der Zeche Prosper. Eine begehbare Geisterbahn, in der gegen Eintritt Leute den Nervenkitzel suchen. Norbert, den ich kaum wiedererkenne, ist eingekleidet in die Montur seines ursprünglichen Berufs als Bergmann. Mit Schminke hat man ihm blutige Narben verpasst. Und er sieht aus, als wäre er nach einer Schlagwetterexplosion gerade aus einem Streb gekrochen. In seinem jetzigen Hauptberuf ist Norbert Hausmeister eines Hochhauses. Es steht in Gladbeck und ist von Leuten aus ca. 20 Nationen bewohnt. Also ich habe mit der Zeit, weil ich ja da selber Hausmeister bin und habe das ja mitgekriegt mit den ganzen Flüchtlingen, und die Rumänen und Bulgaren, alle, die hier hingekommen sind, wie sich das auf einmal so entwickelt hat. Und ich habe dann so nach und nach gemerkt, dass unser deutscher Staat teilweise wirklich hier veräppelt wird. So. Und daraufhin habe ich gedacht, irgendwas muss man dagegen unternehmen oder irgendwas machen, damit sich das vielleicht irgendwie ändert. Ich kann es nicht von der Hand weisen, natürlich, dass da auch ein entscheidendes Maß an Protestwählern bei ist, die einfach von den etablierten Parteien über Jahre, über Jahrzehnte hinweg einfach ja, verkauft, verraten wurden oder beziehungsweise, dass sie sich verkauft und verraten fühlen. Und wir sind halt einfach nur, ja, ich sag mal, ein Symptom der Politik der anderen Parteien. Uns würde es gar nicht geben, wenn die anderen Parteien nicht schon seit Jahrzehnten vernünftige Politik machen würden fürs Volk. Als ich mich von Marco aus in den Speisewagen begebe, treffe ich auf den Hausmeister Norbert und den IT-Spezialisten Michael, die sich gerade lustvoll im Katastrophenmodus befinden. Sie stricken an einer Formel für einen Riesenerfolg ihrer Partei. Derzeit haben wir noch eine amtierende Regierung, die sowieso die Karre komplett vor die Wand fährt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann muss man erstmal das Ausmaß abschätzen, wenn die AfD wirklich in Regierungsverantwortung mal kommen sollte und dann in welcher Koalition meinst du? Genau, ich habe mir. Im Moment will keiner mit der koalieren. So, und das ist das Problem. Also müssen wir ja schon die 51% holen, sonst geht es ja nicht anders. Spiel das Spiel doch weiter. Was ist denn, wenn alles zusammenbricht? Glaubst du, die Altparteien haben da noch irgendeine Lösung? Also wenn alles zusammenbricht, dann was wollen sie denn dann machen? Die Frage stelle ich mir jetzt wirklich. Hast du doch recht. Nur dann, verstehst du, nicht jetzt. Jetzt denken die, läuft alles so weiter. Und dann passiert hier gar nichts. Da muss erstmal alles zusammenbrechen, wie der schon sagte. Dann ja.